Das tägliche Wort Gottes. Niemand kann die Tatsache ändern, dass Gott die Souveränität über das menschliche Schicksal hat. Unter der Autorität Gottes akzeptiert jeder Mensch, aktiv oder passiv, seine Souveränität und seine Anordnungen und ganz gleich, wie man im Laufe seines Lebens kämpft, ganz gleich, wie viele gewundene Wege man geht, am Ende wird man in den Orbit des Schicksals zurückkehren, den der Schöpfer für ihn oder sie vorgezeichnet hat. Dies ist die Unüberwindlichkeit der Autorität des Schöpfers, die Art und Weise, in der seine Autorität das Universum regiert und kontrolliert. Es ist diese Unüberwindlichkeit, diese Form der Kontrolle und Herrschaft, die für die Gesetze verantwortlich sind, die das Leben aller Dinge diktieren, die es den Menschen ermöglichen, ohne Störungen immer wieder wiedergeboren zu werden, die die Welt sich regelmäßig drehen und vorankommen lassen, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Ihr habt all diese Tatsachen bezeugt und ihr versteht sie, ob oberflächlich oder tiefgreifend. Die Tiefe eures Verständnisses hängt von eurer Erfahrung und Kenntnis der Wahrheit und eurer Gotteskenntnis ab. Wie gut du die Realität der Wahrheit kennst, wie sehr du die Worte Gottes erfahren hast, wie gut du Gottes Wesenheit und Disposition kennst, dies stellt die Tiefe deines Verständnisses von Gottes Souveränität und Anordnungen dar. Hängt die Existenz von Gottes Souveränität und Anordnungen davon ab, ob die Menschen sich ihnen unterwerfen? Ist die Tatsache, dass Gott diese Autorität hat, davon abhängig, ob die Menschheit sich ihr unterwirft? Gottes Autorität existiert unabhängig von den Umständen. In allen Situationen diktiert Gott und ordnet Gott jedes menschliche Schicksal und alle Dinge in Übereinstimmung mit seinen Gedanken, seinen Wünschen an. Dies wird sich nicht ändern, weil die Menschen sich ändern. Es ist unabhängig vom Willen des Menschen und kann nicht durch Veränderungen in Zeit, Raum und Geografie verändert werden, denn Gottes Autorität ist seine Wesenheit. Ob der Mensch in der Lage ist, die Souveränität Gottes zu erkennen und ob der Mensch in der Lage ist, sich ihr zu unterwerfen, ändert nicht im geringsten die Tatsache von Gottes Souveränität über das menschliche Schicksal. Das heißt, ganz gleich, welche Haltung der Mensch gegenüber Gottes Souveränität einnimmt, es kann die Tatsache einfach nicht ändern, dass Gott die Herrschaft über das menschliche Schicksal und über alle Dinge hat. Selbst wenn du dich der Souveränität Gottes nicht unterwirfst, befiehlt er immer noch dein Schicksal. Selbst wenn du seine Souveränität nicht erkennen kannst, existiert seine Autorität dennoch. Gottes Autorität und die Tatsache der Souveränität Gottes über das menschliche Schicksal sind unabhängig vom menschlichen Willen und ändern sich nicht in Übereinstimmung mit menschlichen Vorlieben und Entscheidungen. Gottes Autorität ist überall, zu jeder Stunde, in jedem Augenblick. Sollten Himmel und Erde vergehen, verginge seine Autorität niemals, denn er ist Gott selbst. Er besitzt die einzigartige Autorität und seine Autorität ist nicht von Menschen, Ereignissen oder Dingen, durch Raum oder durch Geografie eingeschränkt oder begrenzt. Zu allen Zeiten übt Gott seine Autorität aus, zeigt seine Macht, setzt seine Führungsarbeit wie immer fort. Zu allen Zeiten regiert er alle Dinge, versorgt alle Dinge, orchestriert alle Dinge, so wie er es immer tat. Niemand kann dies ändern. Es ist eine Tatsache. Es ist seit jeher die unveränderliche Wahrheit gewesen.